die Kamera. Vorbereitung zur Papaya-Ernte in Deutschland. Ein Helm ist sehr wichtig. Er schützt die Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter vor herabstürzenden Papayas. Sicher ist sicher. Reicht das? Könnte knapp werden, aber wir probieren es mal. Bergpapaya, auch Babaco genannt, ist eine längliche, fünfeckige Frucht. Die Babaco kann auch mit Schale verzehrt werden. Die reife Babaco hat keine Kerne. Das Innere kannst du einfach herausschaben. Sie kann auch mit anderen exotischen Früchten als Kompott zubereitet werden. Der Geschmack der Babaco ist süß-säuerlich. Etwas Ahornsirup oder Honig schmeckt sie eleganter. Sie schmeckt perfekt in einem Obstsalat. Hier zum Beispiel mit Erdbeeren und süßen Tomaten, Datterini, Orangen.